Moin Moin und herzlich willkommen auf eurem Lieblingsgaming-Kanal. Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es um Mindestry. Ein überaus komplexes Spiel, was ich dennoch mal hin und wieder spiele, auch wenn ich überhaupt keine Zeit dafür habe, eigentlich. Und es geht darum, dass wir uns heute mal angucken, wie man den Multiplayer-Server installiert und auch startet. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das zu machen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so kompliziert, aber irgendwie so wirklich gute Informationen habe ich nicht dazu gefunden. Ich musste ein bisschen ausprobieren. Und wenn ihr dieses Video anguckt, dann wisst ihr hinterher, wie ihr das macht, in wahrscheinlich deutlich kürzerer Zeit. Ja, bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian und Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, FreeIPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Soundeffekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie ja, Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht's aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Was ist Mindestry eigentlich? Mindestry ist ein freies, unter der GPL V3 stehendes, sehr komplexes Sandbox-Tower-Defense-System. Spiel. Ja, man baut dabei verschiedene Rohstoffe ab, sowas wie Sand, Kohle, Kupfer, Blei. Dann transportiert man das ganze Zeugs über Förderbänder automatisch ab. Das Ganze landet in Fabriken, wird dort weiterverarbeitet zu ja, Graphit zum Beispiel oder Schlacke und alles Mögliche. Und damit kann man wiederum neue Gebäude bauen, kann man Einheiten bauen, natürlich Förderbänder, Verteidigungsanlagen und vieles anderes mehr. Letztendlich ist das Ziel dabei, so einen ja, Wirtschaftskreislauf aufzubauen, sodass ständig Produkte und Rohstoffe produziert und umgewandelt werden und man Verteidigungsanlagen bauen kann. Denn es gibt so verschiedene Roboterwellen, also die laufen immer in die Richtung von dem eigenen Kern, das ist so dieses Hauptquartier, und versuchen das Ding zu zerstören und das müssen wir halt verhindern. Und dafür bauen wir eben verschiedene Verteidigungsanlagen, die das eine schießen, das andere blitzen und sonst irgendwas. Und ja, das ist halt Sinn dieses Spiels, also dieses Tower Defense, wie man es vielleicht von anderen Sachen her auch kennt. Ja, die Software selbst ist eben freie Software, also der Quelltext ist eben auch verfügbar. Es gibt einmal die Projektseite, da wo es rumzappelt, da kriegt ihr alle Informationen drüber. Ihr könnt euch das Ganze natürlich selbst bauen, selbst kompilieren. Ihr könnt euch das Ganze als Java Jar herunterladen. Da ist quasi alles drin, was ihr braucht, um Mindestry in so einer Java-Laufzeitumgebung auszuführen. Gibt es allerdings auch als Flatpak. Ihr könnt unter ja, F-Droid, einem alternativen, freien ja, App-Shop für Android, das Ganze auch runterladen. Ihr könnt auch Google Play nehmen, ihr könnt das unter itch.io runterladen. Auf Steam kostet es zwar Geld, aber damit unterstützt ihr auch die Entwickler bei der Fortentwicklung des Spiels. Oder bei Apple im App Store kriegt ihr es auch. Ich denke mal, da kostet es auch Geld. Bei Apple kostet ja alles irgendwie Geld.
Und damit könnt ihr die Entwickler halt auch unterstützen. Ihr könnt, glaube ich, auch Geld spenden, wenn ihr das runterladet. Ja, genau. Also, wenn es euch gefällt, dann unterstützt die Entwickler bitte auch gerne. Und das hier ist eben das Hauptspiel, was eben auch lokal gespielt werden kann, ohne dass ihr irgendwie einen Server da braucht. Es gibt eine Kampagne, wo ihr ja quasi so einen Planeten Stück für Stück erobert und von den Robotern befreit. Da sind sehr, sehr viele einzelne Level mit bei. Ihr könnt das Ganze allerdings auch ja mit anderen zusammen spielen, entweder im lokalen LAN oder auch übers Internet. Ihr könnt einen der vorhandenen Server nehmen, aber ihr könnt eben auch einen eigenen Server aufsetzen. Das ist jetzt gar nicht so kompliziert. Man muss diese Informationen bloß finden und muss die richtig zusammenpuzzeln. Dann geht es eigentlich relativ einfach. Ihr schaut jetzt auf der GitHub-Seite, hier da, wo es so zappelt, einfach mal nach den veröffentlichten Versionen. Es gibt normalerweise eine stabile Version und dann gibt es quasi ja Vorab-Versionen für die kommende Variante, wo vielleicht tolle neue Funktionen drin sind oder neue Level oder was weiß ich. Und da wählt ihr euch einfach die passende Version aus für das Release, was ihr benutzen möchtet. Die Version, die ihr als Client, also als Spielversion und Serverversion nutzen möchtet, die sollten halt gleich sein. Dann gibt es da unter dem Release, was ihr euch rausgepickt habt, Mindustry-Server-Jar-Dateien. Das ist der Server, das ist kleiner als das Spiel selbst. Und da sucht ihr euch die Version raus, die ihr haben wollt. Ich habe hier eben diese 126.2 bei mir. Da lade ich eben Server-Release runter mit dem Jar, also dieses für Java. Und dann speichere ich das in dem aktuellen Verzeichnis ab. Jo. Da Mindustry in Java geschrieben ist, brauchen wir diese Java-Laufzeit-Umgebung. Und dann nehmen wir uns eine Konsole, ja, Bash oder irgendwas anderes, und führen dieses Mindustry-Server.jar aus. Das machen wir eben mit Java-Jar-Jar und dann eben wie unsere ja, Server-Jar-Datei heißt. Dann bekommen wir so eine Konsole. Dann können wir verschiedene Dinge halt ändern. Also vielleicht möchtet ihr den Port ändern, wo der Mindustry-Server drauf lauscht, dass sich dagegen denn diese Spiele-Clients verbinden können. Das macht ihr, indem ihr den Config-Port und dann die Portnummer angebt. Und wenn ihr den Server beendet, dann wird diese Portnummer in der Konfigurationsdatei auch abgelegt. Also das müsst ihr nicht jedes Mal wieder neu machen, sondern das ist halt gespeichert, bis ihr es halt ändert. Dann könnt ihr mit dem Kommando Maps in dieser Mindustry-Konsole die verfügbaren Karten auflisten. Und wenn ihr denn wirklich ein Spiel starten möchtet, also hosten möchtet, dann gebt ihr eben Host ein. Wenn ihr keine zusätzlichen Parameter damit angebt, dann wird eine Karte zufällig ausgewählt von denen, die auf eurem System halt drauf sind. Und dann wird auch der Survival-Modus verwendet. Es gibt im Gegensatz zu dem Survival-Modus auch noch Attack, Player versus Player, also PvP und Sandbox. Da könnt ihr irgendwie so rumbauen und ja, ansonsten wo gegeneinander spielen. Bei dem Survival-Modus, da spielen alle Spieler zusammen, bauen gemeinsam Verteidigungsanlagen gegen diese Roboter auf und bei Attack keine Ahnung, was das macht. Muss man da den Roboterkern angreift und den dann platt machen. Das könnt ihr über das Host-Kommando eben angeben, diesen Modus. Da sagt ihr eben Host, Namen von der Karte, die ihr spielen wollt. Da müsst ihr wirklich eine Karte auswählen, die ihr über Maps rausgefunden habt und dann sagt ihr als letzten Parameter den Spielmodus. Ja, und wenn das Ganze läuft, dann könnt ihr euch mit eurem Client von irgendeinem Gerät darauf verbinden, wo halt Mindustry drauf läuft und ja, dann lustig eine Runde zocken. Und wenn ihr da genug habt, könnt ihr den Server eben auch beenden, dann gebt ihr einfach Stopp ein. Ja, und das Ganze ist dann wieder dicht. Ja, so einfach, so ja, so einfach ist es letztendlich, wenn man weiß, wie es geht. Um das Ganze jetzt auch nochmal zu demonstrieren, habe ich mir ein neues Verzeichnis min unter tmp angelegt. So. Und jetzt kopieren, einfügen.
Jetzt lade ich mir hier meine JAR-Datei von GitHub runter, wo der Server halt drin ist. Und dann habe ich hier ja, den Server. Das Ganze ist so ungefähr 7 MB groß. Und jetzt starte ich den Server über Java JAR mindustryserver.jar. Und jetzt habe ich hier eben diese kleine Konsole. Ich kann jetzt Help eingeben. Und da kriege ich dann die verschiedenen Kommandos mit einer Erklärung dazu. Und wenn ich jetzt ein neues Spiel starten möchte, oder nein, ich ändere jetzt erst nochmal den Port, dann sage ich hier Config, Port und ich nehme mal den hier. Und dann sagt er mir hinterher eben, Port wurde gesetzt auf 12345. Und dann gucke ich nochmal, welche Karten es gibt. Da gebe ich dann Maps ein. Da habe ich jetzt hier eben diese Karten, ja, sind da schon mit drin in dieser Server-Variante. Also darunter gibt es irgendwie Karten schon, das sind die hier. Das gibt auch noch viele, viele mehr und das gibt auch Mods für Mindustry. Aber das ist eben das, was jetzt einfach hier mitkommt. Und wenn ich jetzt einfach sage Host, dann... Ja, dann wählt er eben eine Zufallskarte aus, das ist jetzt die hier, und öffnet den Server auf dem Port 12345. So, und dagegen verbinden wir uns jetzt gleich mal. Und jetzt sind wir auch schon in Mindustry. Und jetzt gehen wir hier auf Spielen und Spiel beitreten. Und da muss ich jetzt noch meinen Server hinzufügen. Das ist jetzt hier... Localhost, also wenn ihr einen entfernten Server habt, gebt ihr natürlich die IP-Adresse an. Oder, wenn man es richtig schreibt, geht es auch besser. Die IP-Adresse oder wenn ihr einen Hostnamen davor habt, könnt ihr natürlich auch den nehmen. Aber Port-Adresse nicht vergessen. Einmal hier unten OK sagen und dann, ja genau, Server läuft, Karte steht dort. Null Spieler online. Ja, ich bin halt eben der Einzige auf meinem eigenen Server und das ist es denn auch. Ne? Also dann startet man hier und oben steht halt, die erste Welle kommt in... Ja, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Also ich brauche erstmal Rohstoffe. Kupfer brauche ich am Anfang und wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf ja, Kupfer klicke, dann wird das in meinen Kern auch reingesammelt. Aber das Abbauen sollte ich natürlich automatisieren, indem ich solche Dinger baue, die, also einen Preis fürs schönste Design kriege ich sowieso nicht. Das muss am Anfang auch zügig gehen, denn die erste Welle, die will ich natürlich überleben und nicht schon gleich hier, ja, in den ersten Minuten drauf gehen. Das wäre irgendwie nicht so der Vorführeffekt. So, ja, muss ich mal wieder ein paar. Ja. So. Und. Also ich versuche auch immer möglichst wenig von den Rohstoffen zu überbauen. Von daher sieht das nochmal ein bisschen hässlicher aus, als es denn sein könnte, wenn man es. Hübscher baut, aber so. Ja. Zupf, zupf. Der letzte hat auch noch nichts. Jetzt habe ich schon einen kleinen Stau gebaut hier mit meinen Rohstoffen. Da will ich dann lieber mit rechter Maustaste kann ich das dann auch wiederum abreißen. Und ich möchte, dass das hier fließt. Da gibt es hier solche Verteiler. So dass das denn halt ja, anders fließt. So, aber jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen Kupfer oben. Das ist gut. Und meine Gegner kommen von... Von wo kommen die überhaupt? Das ist eine Karte, die ich so noch nicht kenne. Aber ich baue jetzt Verteidigung auf. Das sind so hier diese billigsten Geschütze, die ich kriege. Und die verwenden als Munition
Kupfer oder andere, andere Rohstoffe. Und wenn ich hier diese Verteiler dran baue, dann... Oh, ich muss wirklich zusehen. Ja. Durch die Verteiler sorge ich dafür, dass die auch drin landen. Gucken, ob das reicht. Nicht, dass das Spiel schon gleich zu Ende ist. Na? Ja, also Kupfer landet jetzt eben in diesen Geschütztürmen drin, sodass ich die nicht zum Bauen benutzen kann. So. Okay, gut. Erste Welle habe ich schon mal ganz gut abgewehrt. Oder, naja, es hat funktioniert. Ich habe sie abgewehrt. Ob es gut war, weiß ich jetzt eher nicht. So, dann haben wir ja weitere Rohstoffe wie Schrott. Kann ich auch abbauen. Kann ich Schlacke draus machen. Blei brauche ich auch. Das ist ja ein weiterer Rohstoff, mit dem ich bauen kann. Den ich aber auch an einigen Stellen als Munition verwende. Ich muss das mit meinen Förderbändern eben in den Kern hier reinbringen, damit ich es verwerten kann. Hopp. Ja, mal weg. Hier oben habe ich auch Kohle. Kohle brauche ich für verschiedene... Also jetzt habe ich es dicht gebaut. Ich so nicht mehr ran. Kohle brauche ich eben auch für verschiedene Dinge. Wofür brauche ich das überhaupt? Ich kann hier immer verbrennen und ich kann eben auch andere Sachen damit, damit machen. Was ich nicht machen kann, ist... genau. Da möchte ich das einmal sortieren. Das bloß... das Blei in meinen Kern läuft, das möchte ich als Rohstoff verwenden. Und die Kohle möchte ich jetzt eigentlich verbrennen, um daraus Strom zu machen. So, ich habe aber noch nicht genug Blei dafür. Und ja, das Ganze ist ein bisschen hektisch. Also es gibt Leute, die können euch das natürlich besser erklären, als ich das jetzt so mache. Und die Karte ist auch nicht unbedingt ideal dafür, weil das gleich sehr hektisch losgeht. So, meine Kohle, die stapelt sich dort. Ja, genau, dem bin ich auch los. Habe ich eine kurze Verschnaufpause, die auch quasi gleich wieder vorbei ist. Ich baue jetzt einen Verbrennungsgenerator. Den kann ich eben nehmen, um aus Kohle Strom zu machen. Strom brauche ich eben für verschiedene Dinge. Ne? Kann ich den auch? So. Ach, die funktionieren sogar. Sehr gut. Also für Verteidigungsanlagen brauche ich Strom. Und für einige Fabrikgebäude brauche ich eben auch Strom, damit das geht. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Engpass bei Blei. So. Ja, ja. Also es ist am Anfang natürlich nicht optimal. Und, aber ich kriege Strom rein, das ist schon gut. Und was auch gut ist, ist so eine automatische Reparatur. Dann brauche ich mich da nicht so drum zu kümmern. Und dann, ja, werden Strukturen automatisch repariert. Damit die ja, repariert werden, wenn sie kaputt sind. Ja, das ist, glaube ich, immer so der Sinn bei einer Reparatur, dass man Dinge repariert. So. Und brauchen wir Blei. Und ja, wie baue ich das, damit ich möglichst wenig von meinen Rohstoffen hier vergeude? Damit ich möglichst viele Felder halt eben ausbeuten kann. So, ich da schon mal. Da. Der hier oben tut noch nichts. Jetzt könnte ich sogar noch einmal da. So. Werde ich noch ein bisschen Luftabwehr bauen. Das sind diese Dinger hier. Die verwenden Blei als Munition. Genau. Und die ja, helfen eben gegen diese Lufteinheiten.
wo ich ja gerade eben schon Besuch von hatte. So, die habe ich alle angeschlossen. Sehr gut. So, jetzt kann ich weitermachen mit meinem Strom hier. Jetzt habe ich auch genügend Blei, um diese Reparaturknoten bauen zu können. Und ich muss die Reparaturknoten eben auch mit meinem Stromnetz verbinden, wo ich eben auch wieder Blei für brauche. So. Ja, ja, mehr, mehr. So, jetzt brauche ich ja noch mehr von meinen Stromknoten. Ja. Da. Und wenn jetzt innerhalb von diesem Bereich, den so ein Reparaturknoten hat, irgendwas kaputt geht, dann wird es automatisch repariert. Und ja, die können eben bloß einen gewissen Bereich halt ja, abdecken. So, jetzt habe ich da schon mal. So, Welle sowieso in ein paar Sekunden. Jetzt habe ich da eigentlich. Jetzt fehlt mir eigentlich eher Energie. Ich da noch was finde. Ich brauche für andere Bauwerke halt Silizium, Graphit, Titan. Das habe ich aktuell noch nicht. Ich habe im Moment eben bloß Kupfer und ein bisschen Kohle. Ja, das ist nicht großartig. Das hilft mir für die besseren Gebäude eigentlich so nicht. So, aber ich versuche jetzt nochmal das Maximum hier rauszuholen, was ich aktuell kriegen kann. So vielleicht noch. So. Dass ich möglichst viel Rohstoffe da einfach rauskriege. So nochmal. Und so. Und vielleicht gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten, wie man das besonders effizient machen kann. Hier habe ich jetzt so einen Stau, also gehe ich nochmal anders an den Kern ran. Dann mache ich den dicht und ich muss immer aufpassen, dass die Förderbänder auch in die richtige Richtung laufen. So, also Kupfer sieht ja schon extrem gut aus. Da habe ich hier schon 1100. Das ist schon mal gut. Jetzt könnte ich hier noch deutlich mehr von den ja, einfachen Doppelgeschützen hinsetzen. Und da dann auch nochmal hier mit Munition ausstatten. Und wenn ich jetzt woanders noch solche Geschütztürme hinsetzen möchte, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass sie auch diese Munition kriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine ja, Außenbezirke auch nochmal mit diesen Luftgeschützen ausstatten will, dann kann ich jetzt mir zum Beispiel, hier läuft ja sehr viel Blei durch, an der Stelle einen Sortierer nehmen. Ein Sortierer lässt eben einen Rohstoff in die eine Richtung, also quasi in die Richtung von dem Förderband durch. Und in 90 Grad wird dann alles andere weitergeschickt. Die Variante gibt es auch umgekehrt mit einem invertierten Sortierer. Wenn ich den jetzt nehme und sage, ich möchte kein Blei durchlassen, dann bleibt das hier beim ersten Blei stecken. Und wenn ich jetzt hier so ein Förderband durchjage, dann läuft alles nicht Blei in Förderrichtung durch. Also hier Kupfer und Blei wird eben in 90 Grad Richtung dran vorbeigeführt. Wenn ich da jetzt so einen Kreislauf baue, so und da und da und dann natürlich die Kurve machen, dann läuft das hier so dran vorbei. Und wenn ich jedem noch hier so einen Verteiler gebe, dann werden immer so ein paar von diesen Bleibarren genommen vom Förderband. Also nicht alle, aber hin und wieder eins. Und wird dann an das Gerät, was da steht, eben weitergegeben, wenn es das halt braucht. Und damit habe ich jetzt hier so meine Verteidigung mit Luftabwehr. Mache ich hier auch nochmal. Denn so wie es aussieht, kommen hier bloß Lufteinheiten,
Denn ich scheine mich auch im Weltall zu befinden, sodass ich wohl überhaupt keine anderen Angriffe zu befürchten habe. Also von daher baue ich hier nochmal ordentlich welche hin. So und so und so vielleicht. Ja. Und natürlich immer wichtig mit Munition versorgen. Und ich kann natürlich auf der Gegenseite gleich auch hier da noch einsetzen, da einsetzen. Denn der Verteiler, der geht eben zu beiden Seiten von dem Förderband. So. Ja, und diese Roboter-Raumschiffe, die da ankommen, die werden dementsprechend da auch deutlich schneller abgeschossen. Jetzt kann ich hier auch nochmal meine Knoten zum Reparieren hinsetzen. So. Ja, aber wirklich kaputt gegangen ist dabei jetzt auch nichts. Also von daher ist das erstmal schon relativ stabil, was meine Produktion angeht. Jetzt kann ich mir Gedanken machen, wo ich jetzt weitere Rohstoffe herkriege. Also ich habe hier zum Beispiel dieses Titan. Titan kann ich allerdings nicht, den habe ich noch nicht angeschlossen, mit meinem normalen Bohrer abbauen. Also kann ich versuchen draufzusetzen, aber das geht nicht. Ich brauche einen besseren Bohrer. Einen besseren Bohrer kriege ich, indem ich Graphit bekomme und dann mit Kupfer und Graphit einen, ja, verbesserten Bohrer baue. Graphit bekomme ich aus Kohle. So, das sind jetzt meine einzigen Kohle-Dinge, die ich noch nicht irgendwie verbraucht habe. Könnte auch gleich mal versuchen, dass ich hier nicht die Kohle verbrenne. Ist eigentlich ja zu schade drum, ist ja wie im wahren Leben. Und aus Kohle kann ich eben Graphit machen. Aber ich nehme mir erstmal das bisschen, was ich hier habe. Und führe das hier mal zusammen. Und dann. Genau, dann füge ich das hier zusammen. Und dann die Kohle, die ja aus diesen kleinen Dingen kommt, die verwende ich halt. Ja, also die Abwehr, die steht, das ist sehr gut. Jetzt habe ich hier diese verschiedenen Industriebauwerke. Hier gibt es sowas wie Siliziumschmelzer. Da kann ich denn Sand, Kohle und Strom nehmen und bekomme Silizium raus. Sand habe ich, glaube ich, hier gar nicht. Ich brauche für meins eine Graphitpresse. Ich habe ja nicht so viel Platz, also will ich wenig Platz verschwenden. Also wenig Rohstoffe überbauen, weil ich die vielleicht doch nochmal brauche. Also ich habe bei diesen Gebäuden, die was produzieren, einen Eingang. Und durch das Förderband sage ich halt eben, das ist die Eingangsrichtung. Jetzt landet das da drin. Wenn ich da gucke, dann ist da schon was drin. Also Kohle wird reingestopft und dieses blaue Zeugs, das ist das Graphit. Wenn ich jetzt das Ganze auch noch nutzen möchte, muss ich das wieder rausbringen, auch wieder durch ein Förderband. Und dann muss ich es auch wieder in den Kern leiten, denn ich möchte es als Baustoff erstmal haben. Es gibt nachher auch andere Möglichkeiten, was ich mit Graphit machen kann. Kann ich auch als Munition verwenden. Aber erstmal wandle ich zwei Kohle in ein Graphit um, damit ich hier das drin habe und hier oben taucht es dann auch auf. Dann kann ich damit bauen. Den zweiten hier, die zweite Graphitpresse, die brauche ich eigentlich gar nicht im Moment. Ich habe nicht genug Kohle, um das da rauszukriegen. Ja, aber wir können das gleich nochmal ein bisschen optimieren. Es gibt jetzt hier eben den pneumatischen Bohrer. Der ist halt besser, der holt schneller was aus dem Boden raus. Und ich kann ja diese alten mechanischen Bohrer aktualisieren. Also ich sehe hier halt diese Bohrgeschwindigkeit, also die da ganz auf der anderen Seite steht. Da habe ich 0,08
Einheiten Kohle pro Sekunde. Das ist extrem langsam. Wenn ich das Gerät jetzt einmal aktualisiere quasi, machen alle so viel, von daher ist es egal welchen, wähle ich mir den pneumatischen Bohrer aus und klicke da drauf und dann wird er halt ersetzt. Und die Geschwindigkeit hat sich jetzt von 0,08 auf 0,11 erhöht. Ist jetzt nicht gigantisch, aber macht es halt einen Tick besser. So, jetzt habe ich nochmal ein bisschen Graphit da rein investiert, damit ich mehr Kohle kriege, damit ich mehr Graphit rauskriege. Und ja, gut, ist jetzt nicht wirklich toll. Ich habe ja vorhin schon diese Batterien hier gebaut. Die Batterien speichern eben Strom. 4000 Einheiten in der Größe hier. Und wenn das nicht sofort verbraucht wird, was hier durch Verbrennung entsteht, dann wird es halt da drin eingelagert. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal einen von denen loswerden. Wahrscheinlich wird immer noch die komplette Kohle verbrannt, die da drin ist. Und jetzt versuche ich das mal zu ersetzen. Für Solar brauche ich Silizium. Habe ich leider nicht. Da hätte ich nochmal Blei. Da habe ich Kohle. Also die Karten sind eben auch extrem unterschiedlich. Weil, das hier, große Batterie. Also mit den Rohstoffen, auf der einen Karte habe ich das eine sehr, sehr viel, auf der anderen Karte habe ich das andere sehr viel. Und ich brauche halt verschiedene Rohstoffe, damit ich Dinge bauen kann. Und wenn ich die nicht habe, kann ich Gebäude nicht bauen, dann kann ich die Rohstoffe wieder nicht verwerten und so weiter und so fort. Also das ist, ja, es kommt eben sehr drauf an. So, was macht der hier? Der macht auch nochmal Kupfer. Oh gut, Kupfermangel habe ich jetzt nicht. Ja. Aber bevor es verloren geht, will ich es natürlich trotzdem haben. Einfach her mit dem Zeug. Ja, also das sieht auch gut aus. Ja, mein Strom nimmt auch nicht ab. Also die Batterien sind vollkommen aufgeladen. Jetzt sollte ich vielleicht nochmal gucken, dass ich hier so einen Strom hinlege. Damit ich auch automatisch hier die einzelnen Geschütztürme reparieren kann. So. Also, das ist schon mal relativ sicher jetzt hier. Da kann eigentlich... Ja, also Flugeinheiten können mir jetzt eigentlich relativ wenig anhaben. So, dann baue ich hier auch nochmal was hin. Habe ich so einen relativ guten Rundumschutz. Muss man natürlich immer diese Knoten hier, diese Verteiler bauen, damit vom Förderband eben auch die jeweilige Munition, in diesem Fall Blei, runtergenommen wird. Ja. Ja. Genau. Also das war jetzt nicht so erfolgreich von seiner Seite aus. Ich hab's ja, ne? Also Blei ist genug vorhanden, also kann man es auch gleich nutzen. Wird eben auch gleich aufgefüllt mit der Munition. Also, ja. So, also prinzipiell so funktioniert das Spiel. Gibt sehr viele Sachen, die man auch erforschen kann. Bei den Netzwerkspielen ist quasi alles schon freigeschaltet. Ansonsten gibt es eben auch so einen Forschungsbaum, wo man im Laufe der Zeit eben Technologien freischaltet, indem man das eine gebaut hat und dann kann man dann das nächste freischalten, dann kann man wieder was bauen und so weiter und so fort. Also da stecken in dieser Kampagne schon sehr, sehr viele Stunden Spielzeit drin, die man da rein versenken kann und das ist eben auch eine große Gefahr dabei. Ne? Also es frisst halt eine Menge Zeit. Und je nachdem, was man denn da spielt, bei den Kampagnen gibt es eben 20 Wellen normalerweise, die man braucht, um so eine Karte zu gewinnen.
Danach kann man zwar immer noch weiterbauen, aber danach sind diese Angriffe halt vorbei. Und bei dem freien Spiel hier mit dem Survival, da gibt es, glaube ich, kein Limit, also sehe ich jetzt nicht. Wir haben eine Runde gespielt, da haben wir eben 63 von diesen Wellen überlebt und dann wurden wir halt überrannt. Und man wird das wahrscheinlich in der Karte auch festlegen können, wie viele Wellen es gibt. Aber prinzipiell geht es eben darum, Rohstoffe ernten. Ja genau, da gab's, genau, hier gibt es jetzt kurz mal ein bisschen was zu reparieren. Rohstoffe ernten, in irgendwelchen Gebäuden halt umwandeln, in andere Rohstoffe, daraus wieder was bauen, um Verteidigung zu bauen. Und diese Wellen, die hier kommen, die werden halt immer etwas stärker. Am Anfang gibt es einfachere Einheiten, die ja sporadisch kommen, also wenig mit drin sind. Und dann gibt es immer bessere Einheiten und immer mehr auf Mal und so weiter. Ja, genau. Also, falls euch das interessiert, guckt euch mal ein paar Videos bei YouTube an oder probiert es halt selbst aus. Entweder es macht euch Spaß oder halt nicht und man kann sehr, sehr viel Zeit da rein investieren. Muss man wissen, ob man die hat. Ich habe sie eigentlich nicht, aber irgendwie mit angefangen denn trotzdem, ne? Ja, das wär's denn quasi von einem neuen Video auf euer Lieblings-Let's Play-Kanal und ihr wisst schon. So, das war's dann auch für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen und abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.